18. Juli. Anina ist das erste Mal am Steuer. Wir verlassen Old Enderdo Station Richtung Enderdo und weiter Richtung Mount Dare. Wir sind schon im Wichitara National Park, das bedeutet eigentlich schon im Simpson Desert Gebiet. Die Anina hat sich bisher extrem tapfer gehalten. Wir haben schon einige Tiefsandpassagen hinter uns. Wie geht's, Anina? Gut. Wie ist das Fahren bisher? Gut. Anina mit einstudiertem Text. Stich gelaufen. Die Motoren starten. Ist die Flag schon drauf? Ha? Die Flag schon bereit? Ja, Flag Komm. Bereit, ja. Muss auch noch machen, ha? Mhm, stimmt. Abend, 19. Juli, unser erster Abend im Zelt in der Simpson Desert. Die letzten Nächte waren immer so kalt, dass wir zwei Paare Socken, zwei Hosen, ein Hemd, eine Thermosjacke, in meinem Fall sogar zwei Schlafsäcke und eine warme Thermosflasche dabei haben. Die Nacht heute ist etwas wärmer. Wir sind im relativ neuen Zelt unterwegs. Anina schreibt um diese Tageszeit immer noch Tagebuch. Es ist unsere vierte Nacht insgesamt in Australien. Und wir erwarten zwei weitere spannende Tage mitten in der Simpson Desert.